Die letzten Handgriffe am Outfit. Matthias und Freya wollen perfekt gestylt sein für das Wave-Gotik-Treffen. Seit dem frühen Morgen, seit Stunden schon machen sie sich zurecht. In Schwarz sind sie immer, aber nicht immer nehmen sie sich ganz so viel Zeit für den Gothic-Look. Das Make-up dauert eigentlich 30 Minuten, nicht länger. Die Kleidung, ich nehme nicht allzu viel Zeit, Sachen auszuwählen. Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe einfach was in den Koffer geworfen und hoffe, dass es zusammenpasst und gut aussieht. Ich hoffe, das hier sieht gut aus. Freya und Matthias sind zum zweiten Mal beim Wave-Gotik-Treffen. Freya war extra aus Neuseeland angereist. Matthias kommt aus Niedersachsen. Die Gothic-Gemeinde in Deutschland gilt als die weltweit größte und aktivste und das Treffen in Leipzig als eine Art Weltfamilientreffen der schwarzen Szene. Alles kommt zusammen, everything comes together. Ich bin ganz überwältigt, hier zu sein. Es ist bezaubernd. Es fühlt sich an, als komme man nach Hause. Da ist diese große Zusammengehörigkeit wie in einer Familie. Zum 25. Mal schon kommen die Anhänger von düsterer Rockmusik, von Mittelalterfantasien, von Fetisch- und Vampirwelten dieses Jahr nach Leipzig. Wer sie nicht kennt, mag sie furchteinflößend finden. Doch das WGT, wie es in der Szene heißt, ist vollkommen friedlich. 1992 hat das Festival hier mit nur 2000 Gästen angefangen. Als Treffen der schwarzen Szene, die sich Ende der 80er Jahre aus der Subkultur des Punkrock entwickelt hat. Dieses Jahr erwartet man wieder rund 20.000 Schwarze oder Goth, wie sie sich selbst nennen. Kritiker sagen, das Ganze sei längst ein kommerzielles Event und habe seinen familiären Charakter verloren. Der Veranstalter hält dagegen. Das Besondere daran ist eben, dass das WGT nicht ein Festival auf der grünen Wiese ist mit ein, zwei Bühnen, sondern es an rund 50 Veranstaltungsorten stattfindet, die über ganz Leipzig verteilt sind. Und das macht eben ein bisschen die besondere Atmosphäre aus, dass quasi die ganze Stadt in schwarzer Hand ist über diese Tage. Freya und Matthias, die Neuseeländerin und der Niedersachse, haben sich letztes Jahr hier auf dem Festival ineinander verliebt. Und im letzten Monat haben sie geheiratet. Sie hoffen, dass ihre schwarze Liebe ewig währt.